irgendwas Unvorhergesehenes wird auf jeden Fall passieren. Jetzt haben wir ein Problem. EQS, das ist natürlich die Speerspitze der Elektromobilität. Wir haben schon lange angekündigt, dass wir elektrische Fahrzeuge bringen werden. Und wir stehen in den Startlöchern und natürlich ist der Druck momentan groß und er wird natürlich noch größer. Das wird jetzt halt das erste Fahrzeug draußen sein, das Elektro von Anfang bis Ende gedacht ist. Und da müssen wir uns einfach auch zeigen, dass wir das können als Konzern, damit auch unsere Kunden weiterhin an uns glauben. Das ist jetzt ja meine erste Fahrt, auf der ich dabei bin. Von daher ist so eine gewisse Grundnervosität auf jeden Fall da. Was wird passieren? Was wird dann auch mein Beitrag am Schluss sein? Das wird schon ganz spannend. Ich bin so grundnervös, würde ich mal sagen. Zwei, vier, sechs, sieben, acht. Ich denke, wir sind alle da. Ich begrüße euch recht herzlich in Nardo. Was lange geplant wird, endlich wahr. Wir wollen die Intensiverprobung starten Richtung Sindelfingen, die Überfahrt. Das Ganze sind ungefähr 2000 Kilometer mit 5 Fahrzeugen. Das heißt, Erprobungstiefe wären dann 10.000 Kilometer auf den Autos. Also, dann treffen wir uns morgen in alter Frische. 7.30 Uhr für die Langschläfer, um 8 Uhr ist Abfahrt. Ich bin Günter Hauser, ich bin der Fahrtenleiter. Ich plane die ganze Fahrt und bin Ansprechpartner für alle Gegebenheiten. Ich bin Madeline. Ich selbst bin Energietechnikerin. Ich arbeite gerade an einem unserer neuen Feature, das heißt Plug and Charge. Plug and Charge, so wie der Name sagt, bedeutet, steck den Stecker ein und es wird der Ladevorgang starten. Und genau das wollen wir mit unserem EQS als erstes Fahrzeug launchen. Premium-Fahrzeug mit Premium-Ladeerlebnis. Was hoffe ich für die Woche? Ich hoffe, dass wir gute Performance haben. Das heißt, dass wir auf jeden Fall die Fahrzeuge gut bewerten können, dass sie stabil laufen. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Wir haben keinen Plan B, sagen wir immer. Aber wenn wir einen brauchen, dann werden wir einen haben. Erprobungsfahrten sind unglaublich wichtig. Wir denken uns erstmal Produkte auf ein Blatt Papier aus, aber du weißt nicht, klappt es? Funktioniert das mit dem Laden? Funktioniert einfach auch das Fahrzeug an sich stimmig? Oder gibt es irgendwas, was wir einfach noch besser machen müssen, ne? Damit wir wirklich am Schluss dieses S-Klasse-Gefühl auch haben? Was habt ihr bis zur nächsten Säule? Bei mir sind es 244 Kilometer. 235, also das sehen wir mal an. Noch sieht's gut aus. Also das Thema Fahren ist, denke ich mal, gleich wie bei einem Verbrenner, aber das Thema Laden ist eine ganz neue Herausforderung. Ich versuche mich gerade mit der App zu verbinden, ne? Um auch sehen zu können, wie denn eigentlich die Ladestation jetzt tatsächlich lädt. Jetzt probieren wir es, dass wir starten können. Noch haben wir Hoffnung. Nein, Fehler. Hat wieder abgebrochen. Da tut sich nichts. So, und es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Fahrzeug ein Problem oder die Ladesäule hat ein Problem. 12.33 Uhr. AC laden, Ladeabbruch. Jetzt haben wir die Ladesäulen dokumentiert und dann können die Kollegen mal nachschauen, warum, wieso das da nicht AC geladen hat. Die größte Herausforderung hier in Italien ist für uns, wir sind hier sehr dünn besiedelt mit Ladern. Und das zweite ist eben, dass wenn wir einen Lader haben, maximal 50 kW haben und dann eben noch die Hoffnung haben, dass es auch wirklich funktioniert. Dann geht man abends mit ins Bett und wacht morgens wieder mit auf. Das ist das zentrale Thema hier bei dieser Fahrt. Jeder Tag fängt morgens an, indem wir hier auch 7.30 Uhr an die Fahrzeuge gehen, die Fahrzeuge abplanen, in Betrieb nehmen und dann werden wir starten und auf die Strecke gehen. Wir hatten ja gestern Probleme mit dem Fahrzeug. Deswegen sind wir jetzt heute direkt auch noch mal an eine Ladestation gefahren, bevor wir große Strecke machen. Und im Hintergrund wartet dann auch der erste richtige Schnelllader, 350 kW von Ionity. Da wollen wir eigentlich hinkommen, damit wir dann wirklich auch ab da entspannt fahren können, ehrlicherweise. Der ganze Grund, warum ich mitgefahren bin. Jetzt in einem Moment. Jetzt kannst du gleich in Tränen ausbrechen, wenn es nicht tut. Ja, werde ich auch. Das ist kein gutes Zeichen.
Ist bei euch eine Anfrage reingekommen für Plug and Charge? Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich, dann schauen wir bei uns nochmal nach. Wir sollten doch nochmal die Kodierung gucken. Okay. Meine Vision ist auf jeden Fall, dass es das einfachste Ladeerlebnis werden soll. Einstecken, weglaufen, nicht mehr drum kümmern, einfach irgendwann aufs Handy schauen. Da kriegst du dann deine Notification, Laden erfolgreich gestartet. Das hätten wir jetzt halt gerade nicht. Da wollen wir hinkommen, das soll es auf jeden Fall werden. So der Moment, wo man dann denkt, sind wir schon weit. Das ist die Zukunft. Das lief jetzt nicht ganz so einwandfrei, wie wir uns das vorgestellt hatten, ne? Aber that's life. Ich meine, deswegen machen wir die Fahrt hier, um genau die Sachen jetzt eben zu finden. Ne? Und jetzt geht's an die Fehleranalyse. Das ist ja eigentlich das Spannende, auch wenn es im ersten Moment natürlich ein Dämpfer ist, weil man eigentlich denkt, so geil, ey, heute wird's, aber vielleicht wird's morgen. Probieren wir es nochmal. Nee. Ja, die Prominent ruft mich an. Ich habe mal geschwind eine Frage. Ich habe den 297-104 und der lädt nicht. Der hat vorher AC nicht geladen und lädt jetzt auf 50 DC nicht. Dreh mal einen Knochen raus, aber da habe ich gerade wenig Hoffnung, dass das verbringt. Tschu, so einen richtigen Plan haben wir noch nicht, aber eine Hoffnung. Das sieht nicht gut aus. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen kritischer, weil uns die Zeit davon läuft. Ins Hotel kommen wir so auf jeden Fall nicht. Wenn alle Stationen ausfallen, auch alle, die wir uns als Puffer überlegt haben, dann bleiben wir irgendwann liegen. Und dann müssen wir den Abschleppdienst rufen. Also verriegeln tut er, aber er lädt nicht. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Hallo David, servus. Du, ich habe gerade die Fehler gelöscht, aber es hat nichts gebracht. Okay, und damit bin ich klar, das geht für mich hin. Nein, geht gerade gar nichts. Hier unterstützt auch jeder jeden. Und ich glaube, das braucht es auch, weil wir gehen hier wirklich rein, wir testen hier intensiv, wir sind lange unterwegs. Und wenn du da nicht den Zusammenhalt von den Leuten hast, dann ziehst du das nicht durch. Ich habe so die Befürchtung, dass man da wahrscheinlich die DC-Box irgendwie resetten muss. Ja, lösch mal die Fehler in der DCB. Ja. Dann gibt ja ein Soft-Reset. So, der hat hier so einen Kommunikationsfehler. Das löschen wir jetzt einfach mal und probieren das Ganze nochmal. Dass alles reibungslos läuft, da kann man sehr viel planen, da kann man sehr viel machen, aber wir wissen es wahrscheinlich erst hinterher, ob es reibungslos gelaufen ist. Meine persönliche Motivation bei dem ganzen Projekt ist einfach, ja, die Herausforderung zu sehen und auch die Herausforderung zu meistern. Marius, die gute Nachricht des Abends ist, das Ding läuft jetzt. Ich habe jetzt nochmal alles Mögliche resettet, auch die CBC und so weiter, und habe jetzt nochmal einen Knochen gedreht und jetzt läuft das Teil. Ciao. Jetzt geht's mal ein bisschen besser. Kühlung läuft, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Also ich mache Fahrtenleiter seit über 10 Jahren. Ja, wenn man so einen Tag erlebt, das Beste und das Richtige ist einfach ruhig bleiben und suchen, das Team mit einbinden, nicht allein unterwegs zu sein. Solche Fahrten sind sicherlich immer aufwendig. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass es zu aufwendig ist. Bin ich aber nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir genau das brauchen. Wir brauchen genau das, dass wir mit den Autos Kilometer schruppen, dass wir damit unterwegs sind, dass wir sie einfach in der realen Welt erleben und auch in die ganzen Fehler reinlaufen, die unser Kunde am Schluss auch reinlaufen wird, um es dann verbessern zu können und das System aber auch zu verstehen und zu wissen, wo müssen wir denn ansetzen, damit es am Schluss beim Kunden, ne, dann auch wirklich funktionieren wird. Ja, eine Woche Erprobung ist hinter uns und man muss ganz klar sagen, die Hoffnungen und die Erwartungen haben sich erfüllt. Es ist kein Fahrzeug liegen geblieben. Wir sind abends im Hotel gewesen und haben es aber geschafft, dass wir zum Schluss, im letzten Tag der Erprobung, zum Beispiel das Thema Plug and Charge dann an der Ladesäule dann erleben konnten. Dass wir jetzt die Woche mit den Fahrzeugen unterwegs waren, war mega wertvoll. Ich kann jetzt da nochmal extrem viel mit rausnehmen und daher war das eine klasse Woche. Gut, dass wir es endlich getestet haben.
Elektromobilität kann nur funktionieren, wenn der Kunde sich null Gedanken machen muss. Das müssen wir alles irgendwie zur Seite schaffen, ne? Damit der Kunde da wirklich mit dem geilsten Gefühl am Schluss eigentlich rausläuft. Ja, die Transformation in der Automobilindustrie ist natürlich ein Weg, den wir beschreiten müssen. Momentan befinden wir uns da mittendrin und wir haben noch einiges zu tun und wir haben noch einiges abzuarbeiten. Und ja, da arbeiten wir jeden Tag dran.